Hallihallo und herzlich willkommen zu einer brandheißen, brandneuen Folge von Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört, auf diesem Aussichtsturm. Wir sind in Marijuana, spricht man das so aus, Marijuana Island. Und wir haben gesagt, wir wollen hier die ganze Insel einmal komplett fertig machen, weil es hier nicht so viel gibt. Es gibt hier noch zwei Truhen, die wir einsammeln werden und zwei Animus-Fragmente und ein Geheimnis. Und das werden wir jetzt tun. Und eigentlich hätten wir dieses Animus-Fragment da gleich einsammeln sollen mit dem Todessprung. Warum das jetzt nicht geklappt hat, weiß ich nicht, aber wir werden es rausfinden. So. Yay. Okay. Nochmal. Das fängt doch schon gut an, die Folge hier, sag mal. Noch einmal außen rum. Und hoch mit dir. Jetzt bitte hier. Na, geht doch. Wunderbar. So. So groß ist die Karte ja nicht wirklich. Schauen wir doch mal, was wir so finden. Aha. Das ist Truhe Nummer 4 auf dieser Insel. Truhe Nummer 3. Die wir jetzt einfach mal plündern. Und dann können wir direkt hier weitermachen. Ah, da sitzt er. Das ist eine dieser Schatzkarten, die wir einlösen können. Als Belohnung bekommen wir hier den Plan Harpune Stufe 3. Und wir sind, das ist eine von den Inseln, die wir schon mal gesehen haben. Wir könnten jetzt mal gucken, 579 und 720. Es ist Andreas Island. Das könnten wir nachher vielleicht machen. Ui! 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 Ich will dich. Wir könnten ja dann mal nach Andreas Island fahren, so als kurzen Zwischenstopp. Und dann einfach mal eine von diesen... Was soll das denn jetzt? Schatzkarten, hochnehmen, sozusagen. Mal gucken. So, jetzt fehlt uns noch ein Animus-Fragment und das befindet sich hier unten. Ui. Ui, ui, ui. Schweinchen. Schweinchen. Na gut. So, tada. Wir haben Marijuana Island fertiggestellt. Das ist an sich super. Und ich will jetzt aber nochmal so ein Wildschwein. Komm zu Daddy. Den holen wir uns. Aha. Komm her, du Sau.
Der dumme Baum ist im Weg. Ich könnte ihn ja erschießen, aber ich will nicht. Zack. So. Dann halt du. So. Der andere ist weg. Da hinten. So. Bisschen Ressourcen sammeln. Können wir denn... Nein, falsches. Können wir denn aus diesem Zeug was machen? Herstellung. Beutel für Pistolenmunition. Wildschweinhaut. Na, das machen wir doch direkt mal. Gut, dass wir es gesammelt haben. Für das Pistolenholster brauchen wir Buckelwalhaut. Für das Gesundheitsupgrade brauchen wir Hirschpelz. Und sonst haben wir noch nicht viel. Okay. Dann sollen wir kurz nach Andreas Island fahren? Na, das machen wir ein andermal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu unserer Mission. Diese befindet sich dort. Und da segeln wir jetzt hin. Auf, zurück zum Schiff. Unser schönes Schiffchen, die Jackdaw. Ahoi, Captain. Auf geht's. Yay! Setzt Hauptram und Marssegel. Ja, genau, tut, was er sagt. Immerhin ist Ade unser Quartiermeister. Wichtige Position auf dem Schiff. Ah, da vorne ein Schiffbrüchiger. Von Steuerbord, Schiffswrack-Überlebender. Na, wo ist er jetzt? Da. Gesammelt. Was haben wir da? Holz und Zucker. Aber da hinten sind noch mehr Schiffe. Und ich will mich nicht gerade mit einer Fregatte anlegen, deshalb lassen wir die jetzt mal in Frieden. Ausnahmsweise. Normalerweise sind wir Piraten, aber wir wollen jetzt keine Schwierigkeiten. Deshalb. Wir könnten unser Schiff mal wieder reparieren, sehe ich gerade irgendwie. Dann war es wohl ganz gut, dass wir den Konflikt nicht gesucht haben, weil wir wären, glaube ich, draufgegangen. Gleich sind wir da. Patrouillieren in diesen Gewässern, Captain. Wir starten die Mission. Ihre Mannschaft ist eine wichtige Ressource beim Entern von Schiffen. Halten Sie Ihre Anzahl hoch, um große Schiffe zu entern. Sie können neue Besatzungsmitglieder in Tavernen anheuern oder indem Sie Piraten in Not helfen. Wichtiger Hinweis. Gentlemen! Wie es bei uns der Brauch seit jeher verlangt! Stürzen wir uns nicht kopflos ins Unglück auf Befehl eines einzelnen Wahnsinnigen! Sondern nur gemäß unseres gemeinsamen Wahnsinns. Unser Objekt der Begierde ist eine rar getakelte Galeone. Und sie wäre eine große Verstärkung für Nassau. Also stelle ich es zur Wahl. Alle, die dafür sind, diese Bucht zu stürmen und das Schiff zu kapern, stampft auf und ruft Ei! Ei! Wer dagegen ist, winselt Nay. Die Berater des Königs sind sich nie so einig.
Aber die Berater des Königs sind keine Piraten. So, wir sollen den Dschungel durchqueren. Dann wollen wir das mal tun. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal irgendwie da hochkommen. Gucken wir uns mal die Karte an. Was gibt's hier? Da drüben gibt's einen Aussichtspunkt. Ah. Ich denke, ich weiß, wo wir sind. Na, es steht da oben. Great Iguana. Ja, Great Inagua. Ich habe immer Iguana gesagt. Sehe ich, das ist gerade zufällig, dass es eigentlich Iguana. Ja. Ach, ist egal. So, wir versuchen mal uns hier irgendwie einen Weg nach oben zu beschaffen. Drüben scheint schon eine Truhe zu sein. Ich sehe leider nichts. Zumindest nicht mit dem Adlerauge, aber auf der Karte erkennt man was. So, hier nach drüben und hoch. Yay! Hey. Will er nach oben? Na, ah, da ist die Truhe. Sehr schön. Und nach oben. Jawohl. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Sieht gut aus. Gibt's hier noch irgendwas Besonderes? Man könnte hinunterspringen. Aber ich glaube, das wäre dumm. Aber es sieht geil aus von hier. Ist das unser Schiff? Waren wir nicht vorher hier? Keine Ahnung. Was erwartet uns hier? Ah, ich sehe schon den ersten Gegner auf der Minimap. Haben wir denn optionale Missionsziele? Nicht den Kämpfer verwickeln lassen. Okay. Das könnte kompliziert werden. Komm her, mein Freund. So, hast du was Schönes bei? Ah, bisschen was. Was haben wir da? Noch zwei. Ja. Ich will doch da nach oben. Was soll das? Wow, wie dumm. Na, komm schon. Also irgendwie hat das gerade so ein bisschen geglitscht. Egal. Wir sind nicht aufgeflogen. Noch nicht, zumindest. Achso, okay. Super.
Da hinten sind Krokodile, wenn ich das recht sehe. Nee, das sind irgendwelche anderen Viecher. Aber da ist ein... Na, verkackt. Mist. Ja, dann wird er halt kalt gemacht. So, wir holen uns hier die Truhe. Und dann gehen wir ganz schnell zurück auf unseren Weg. Jetzt haben sie uns gesehen, das heißt, jetzt ist eh voll egal. Also können wir auch genauso gut durchrushen. So. Jetzt. First things first. Einfach. Das soll anscheinend noch ein... Bam! Wie kommen wir da hoch? So nicht. So vielleicht? Na, komm schon. Ah. Okay, wir durchqueren weiter den Dschungel. Eigentlich kann es ja nicht mehr weit sein. Denke ich so mal. Bin immer noch ein bisschen die Steuerung von Unity gewöhnt. Alter, sieht das hier geil aus. Das ist mal ein verdammt geiler Ausblick. Ich feiere das Spiel wegen seiner Optik sowieso. Richtig nice. Geiler Scheiß. Na. Okay, da vorne. Das erreichen. Wie erreichen wir das? Ich denke mal, hier geht's nicht runter. Und wenn doch, dann ist es der Tod. Nein, da wollen wir nicht hin. Seht ihr da drüben das Haus auf dem Hügel? Was ist das? Whatever. Weiter geht's. Nein. Da hoch, da hoch, da hoch. Da hat's ein Animus-Fragment. Oh Mann. Ich will doch... So, jetzt... Ich bin ohne Witz einfach nur die Steuerung von Unity gewöhnt. Muss dann immer, wenn ich hier aufnehme, ein bisschen umdenken. Aber gut, das sollte zu verkraften sein. Das Missionsziel haben wir leider nicht geschafft, das Optionale. Ja, okay. Komm einfach her. Ich nass dich um. So, Freundchen. Na komm, gib ihm. Habe ich denn da oben gekillt eigentlich? Ach ne, der läuft noch rum. Ja, gut. Bueno, se acabó. Ya aparecerá.
Dann müssen wir ihn eben kalt machen. Da oben ist noch ein Animus-Fragment, das nehmen wir auch direkt mit. So. Wirft er jetzt eine Bombe zu mir? Das ist uncool. Bam. So, und weiter geht's. Wie lange soll das hier noch gehen? Ganz ehrlich, ja, Mann. Ah, okay. Alles klar. Julien Ducasse. Nicht den Kämpfer verwickeln lassen und Ducasse per Luftattentat töten. Oh, wie habe ich das nochmal gemacht? Damit ich nicht erwischt werde. War das so? Weiß es nicht mehr. Komm her, mein Schatz. Der guckt in meine Richtung. Der da unten gefällt mir noch nicht. Bleib du mal schön da oben. Du da hinten auch. So. Gibt's hier oben irgendwas Tolles? Ich hatte da einen anderen Weg gefunden. Ah, so geht das. Das ist woanders. Keine Zeit für. So, genau, und jetzt können wir nämlich von hinten ans Schiff hinschwimmen. Wir sollen nämlich Ducasse mit einem Luftattentat enden. Und ich möchte aber hier an der Seite hochklettern, damit wir direkt weiter nach oben gehen können. Ich hoffe, wir werden nicht entdeckt. Da ist er. Keine gute Idee. Ramos, der Priester. Wir laufen diese Woche 4 Eltern an. Okay, keine gute Idee. Ich bin gerade überlegen, wie wir es machen sollen. Ob wir irgendwie okay, das war sowieso dumm. Das war sowieso dumm. Jetzt am besten unten bleiben, damit der hier nicht uns nicht sieht. Und jetzt ums Eck, jetzt hoch, schnell hoch. Komm schon, Edward. Schneller, 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 schneller. Hier ist keiner. Und nach oben, okay.
Und jetzt müssen wir uns irgendwie über ihm positionieren. Der ist da hinten. Seht zu, dass ihr die Ladung sichert. Das heißt, wir warten jetzt einfach hier, bis er kommt. Und dann würde ich sagen, geht's ihm an den Kragen. Funktionieren tut's auf jeden Fall. Eyo, mehr Leben! Ja, mehr Leben. Witzig, dass du das sagst. Gib ihm! Bam. Erinnerst du dich noch an dein Geschenk? Es macht sich wirklich gut. Fiste Pütter! Kühn wie eine Musketenkugel. Doch nur halb so klug. Mir wirklich leid, Freund. Doch ich darf keinesfalls riskieren, dass du deinen Templerfreunden von mir erzählst. Ich bedauere dich, Bukani. Nach allem, was du sagst, nach allem, was du über den Orden weißt, lebst du doch das Leben eines gemeinen Schurken. Was ist das? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm, um das Ausmaß der unseren zu begreifen? Alle Reiche dieser Erde abgeschafft. Eine freie und offene Welt ohne Parasiten wie dich. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Die Burg gehört uns! Ja! Wir haben die Mission beendet, das ist super. Wir haben uns zwar in Kämpfe wickeln lassen, aber wir haben Julien Ducasse per Luftattentat töten können. Finde ich gut. Ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann lasst es sein. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und wenn ihr noch ein Abo da lasst, dann solltet ihr kein Video mehr verpassen. Das wäre super und würde mich riesig freuen. Ich würde mich auch dazu noch extrem riesig freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und bis dahin, macht's gut, ciao.